Ah, und da sind wir wieder. Nach der Pause geht's weiter. Und wir sollen erstmal ein paar Zauber ziehen. Beziehungsweise sollen eigentlich erst Richtung Osten in die Höhle gehen, aber. Wir werden jetzt ein paar Zauber ziehen. Okay, 8 Eis erhalten. Wieke. Ach Quatsch, man muss schnell sein. Analyse, okay. Wir lagern erstmal Eis. Okay. Zu schnell klickt. Okay. Ich weiß nicht, wie viel man maximal haben kann. Okay. Ich würde mal sagen, dreimal machen wir das noch. Dann machen wir mal weiter.
Okay. Okay, man kann anscheinend, das geht ja doch relativ fix. Eis können wir nicht mehr lagern, aber... Okay, Eis hätten wir voll. Machen wir nochmal 5-mal Vita. Okay. Probieren wir doch mal unsere Gave aus. Okay, das hat nichts ausgerichtet. Sehr schön. So, was hat er denn Schönes? Feuer.
wir uns doch mal die maximale Anzahl an Feuer. Natürlich am Anfang echt ein bisschen bescheiden, dass man das alles erst ziehen muss. Aber wir sollten bald die Maximalanzahl haben. Ich glaube, 100 ist das Maximal, was man haben kann. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht, aber ich meine das. So. Okay, ein bisschen können wir noch. Oh, 8 Feuer erhalten, das ist gut. Okay. Probieren wir das noch mal aus. So. Okay,
Zauber. Ja, das ist doch gut. Ja, auf 100 ist das Maximum, was man haben kann. Würde ich mal sagen, trainieren wir noch ein bisschen, bevor wir in die Grotte reingehen. So ein, zwei Level. Okay, der ist schon ein bisschen hartnäckiger. So, was hast du denn Schönes? Blitz. Okay. Selbe Spiel in Grün. Ich glaube, in dem Part wird es hauptsächlich darum gehen, erstmal die ganzen Zauber zu ziehen. Aber da haben wir dann schon mal zumindest die Basic-Zauber. Okay, der ist schon ein bisschen garstiger. Oh, 8, das ist eine gute Ausbeute. Okay.
Jojo, 7 Blitze erhalten, das ist gut. Acht Blitze, sehr gut. So. Was machen wir jetzt bei ihr nochmal? Ach, guck mal einen an. Okay, das ist jetzt unnötig. Okay. Okay. Heilen wir uns noch mal. Damit ist das Vieh auch Geschichte. Okay. Stichraubkarte. Ach, man kriegt sogar Karten. Ah, unsere Gelfs steigen im Level. Das ist doch super. So. Level up. Ach, guck mal, die maximale HP steigt mit dem Level. 541 ist maximal HP. Thank you.
Leute. Sehr schön, haben wir noch eine Karte gekriegt. Noch ein bisschen Vita mitnehmen. Damit wäre die Raupe Geschichte. Da, 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 da. Level up. Oh, wie gesagt, ich habe dieses Spiel früher geliebt. Also das war eins meiner Lieblingsspiele damals. Chance auf Erstschlag. Lassen wir das Shiva mal regeln. Shiva Level Up. Ja, ich würde mal sagen, zwei Kämpfchen noch, dann haben wir noch ein Level Up und dann gehen wir in die Grotte. Ach, das war's schon. Ja.
immerhin 4 Vita. So, Level Up. Und unsere GF auch gleich ein Level Up. So. Ach, guck mal, man kriegt 41 HP pro Level. Einmal so, einmal so. Ja, die 10. Okay. Gehen wir mal zur Höhle. So, jetzt zum Koppeln von Zaubern. Hör gut zu. Es geht darum, wie man Zauber, die man gezogen hat, richtig anwendet. Hier eine Erklärung zum Koppeln von Zaubern. Wenn man Zauber koppelt, können Statuswerte eines Charakters verbessert werden. Wenn eine GF gekoppelt ist, werden all die Werte in Weiß angezeigt, die durch GF-Abilities verfügbar sind. Wenn wir jetzt Koppeln auswählen, erscheint die Befehle GF und Zauber. Eine Zauberkopplung kann jetzt unter Zauber vorgenommen werden. Wir wählen Zauber. Wobei eine Liste der verfügbaren Zauber erscheint. Mit dem Cursor wählt man unten den gewünschten Statuswert. Wählen wir zum Beispiel Stärke aus. Der Cursor springt auf die Liste der Zauber. Wenn ein Zauber ausgewählt wird, kann man sehen, wie sich der Statuswert verändert. Wenn man die Auswahl bestätigt, wird der Zauber an Stärke gekoppelt und die neuen Statuswerte angezeigt. Zu jedem Statuswert kann ein Zauber gekoppelt werden. Je mehr Platz vorhanden ist, desto mehr Zauber können gekoppelt werden. Normalerweise jedoch braucht man nicht jeden Zauber einzeln per Hand zu koppeln. Nachdem die GF gekoppelt sind, wählt man einfach die Option Optimal. Mit der Option Optimal werden Zauber automatisch gekoppelt. Dabei erscheint eine Auswahl aus drei Optionen. Bei Stärke wird vornehmlich der Stärkewert, bei Magie der Magiewert, bei HP schließlich der HP-Wert durch Zauberkopplung verstärkt. In dieser Option kann Zauber bequem gekoppelt werden. Wir wählen jetzt einmal die Option Stärke. Durch die Zauberkopplung ist der Stärkewert angestiegen. Soviel zum Thema Zauberkopplung. Wenn du einen neuen Zauber gezogen hast, solltest du ihn erst einmal koppeln und schauen, was passiert. So, lass uns jetzt gehen. Eine Gunblade. Ich weiß, wie man sie bedient. Oder? Was ist damit? Du sollst es dich nochmal vergewissern. Im Statusmenü werden die Statuswerte des Charakters angezeigt. Im ersten Fenster werden Basiswerte wie HP und Stärke. Im zweiten Fenster die Werte bezüglich Elemente und Zustände. Im dritten Fenster die Werte bezüglich auf die GF. Und im vierten Fenster die Spezialtechniken angezeigt. Hier werden Einstellungen an der Gunblade von Ace vorgenommen. Einstellungen werden können die Automatikfunktion an der Gunblade und die Anzeige des Multibalkens. Wenn man die Gunblade Automatik auf einstellt, braucht man nicht jedes Mal R zu drücken, um den Gegner zu treffen. Aber die Trefferquote beträgt nicht 100%, deshalb sollte man diese Funktion auf Ausstellen und R per Hand eingeben. Wenn man die Anzeige des Multibalkens auf Ausstellt, wird der Balken im Kampfmodus nicht mehr angezeigt. Diese Anzeige wird automatisch auf Ausgestellt, wenn die Gunblade Automatik aktiv ist. Soviel zur Spezialtechnik von Ace. Na dann, ab die Post.
So, aber erstmal koppeln wir ein paar Zauber. Ah, wir haben ja. Okay. Können wir das hier koppeln? Vita, okay. Zehn, 18, 18. Okay, nehmen wir einfach mal Blitz. So. Okay, ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Pause, bevor wir da reingehen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.